Herr Gahmer, Sie sind heute Abend zu Gast am Bergfilmfestival in Tegernsee und Sie sind Protagonist eines Films über die Skigeschichte in Bayern. Sie selber sind Skifahrer, haben sozusagen Skigeschichte geschrieben. Wie fühlt man sich da, wenn man auf einmal auf einem Bergfilmfestival ist? Ja, erstens erschrickt man einmal, wenn man den Titel da hört dazu. Weil Skigeschichte wird eigentlich geschrieben, wenn man eigentlich gar nicht mehr da wäre. Aber naja, wir sind immer noch da. Und der Skilauf in seiner Entwicklung, ja, das ist alles sehr interessant gewesen, was in der Vergangenheit war. Und gerade in so einem Film einmal zusammengefasst, ist das sicher auch amüsant für alle Zuschauer, welche Entwicklungen doch der Skisport gar nicht einmal in allzu langer Zeit vorgenommen hat. Das ist schon ganz nett, ja. Jetzt sind Sie weitaus mehr als nur Skifahrer. Sie stehen viel und oft hinter der Kamera. Als Besucher des Bergfilmfestivals holt man sich da auch Anregungen von den Kollegen? Schaut man da besonders kritisch hin? Ach ja, klar. Ich meine, wie schon gesagt, ich bin natürlich zum Teil vor der Kamera, zum Teil hinter der Kamera. Beide Arbeiten machen viel Spaß. Und gerade bei dem Bergfilmfestival sieht man ja auch ganz ausgefallene Sachen. Gerade Tourfilme und Abenteuerfilme und so. Also kreuz, querfeldein, sage ich mal. Und da gibt es immer wieder neue Anregungen, ist ganz klar. Und man schaut natürlich auch, was die Konkurrenz unter Anführungszeichen einfach alles zu bieten hat. Ja, finde ich tolle Einrichtung.